Aber ich glaube, oh nee, da hängt ja das halbe Auto im Auto. Wir schieben den erstmal ganz weit weg. Wir sollten besser mal die Schotti anrufen. Im November oder so hat Ronaldo die Werkstatt aufgeräumt. Und da lag tatsächlich noch ein alten Motor rum. Ich habe gedacht, wäre ein Polo-Motor. Ja, ja, früher der LKW ist gezogen, jetzt der Golf 2 am Drücken. Wir brauchen einen Fahrstuhl. Ja, hab ich dann mal wieder hier zerlegt. Eigentlich war mir der Meinung, das Ding ist in 4 Stunden draußen, aber dass das dann anderthalb Tage wurden, das kann ich ja jetzt auch nicht beantworten. Aber kann ich halt einen ganzen Achsschemel für das Auto noch ausgebaut, hat ich überhaupt mal Getriebe rausbekommen. Weil es ist ja auch Verteilergetriebe alles dran, ne? Neue Schwungrad draufgeschraubt, ne? Hi, ne? Da hört man schön die Federn und so, ne? Das muss ja auch ein bisschen komforttechnisch einfedern. Hier, da haben wir übrigens das alte Schwungrad hier, ne? Kann man den Leuten mal zeigen. Bisschen ausgeschlagen. Federn gehen noch, aber halt generell der ganze Hinterbau, der ganze Lara oder wie das Ding da verbunkert ist, ist ausgeschlagen. Und hier hast du auch schön diese Druckstellen, die man so wunderbeautiful sieht, weil das Ding geeiert hat wie Sau. Ja, also ne, schwungradtechnisch, Leute, Schwungrad liegt immer so bei 500 bis 800 Euro. Kupplung ist dagegen noch relativ günstig, ne? Gut, ich würde sagen, ich baue das jetzt mal zusammen. So, sehr geehrte Damen und Herren, ich ziehe das Ding jetzt nach Herstellervorschrift an, ne? Oder die Hanna hat natürlich gesagt, um die Konkurrenz auszulöschen, ne? Ich baue das Ding nicht nochmal aus. Ich kann das da. Ich habe gerade schon wieder gedacht, die Nuss ist vergoldet oder so. Ne? Ich brauche nämlich noch einen Nuss für einen Jaguar F-Type Bremsen. 9er Nuss oder so, ist ein Riesensattel. Ne? 600 PS, V8 oder so. Da brauchst du Special-Werkzeug. Wobei 9er Imbusnuss haben wir eigentlich im Kasten, oder nicht? Naja, egal. Ich war jetzt auf jeden Fall mal einkaufen. Wie er dann halt so ist, weil man ja nie alles an Werkzeug haben kann in der Werkstatt. Wenn ich mein Racy Daisy gucht nicht. Der hat einen V8 Motor drin, ne? Ich kann das sagen. Und die Bremsscheibe, die sieht aus wie ein Satellit, ey. Ich kann das sagen. Ich muss gucken, ob der Bordstein ist. Quatsch. Oh. Florian, wir haben die Radlaufschale noch nicht ganz gebuchtelt. Kann das sein? Ja. Nee, haben wir nicht. Das ist nämlich die Radlaufschale von dem Schlachter. Ah. Und bei unseren alten Radlaufschalen haben wir ja ein bisschen was modifiziert, damit wir die Felgen fahren dürfen. Und dann hole ich gleich Mr. Flex und flex die Kante da raus. Pass auf, super Bordstein. Oh, leck. Hanni, hei Bordsteine im Industriegebiet. Ist doch nicht mehr normal. Ist frei. Ich doch nicht. Ja, ich auch nicht. Deswegen fahren wir einfach. So. Auf jeden Fall, wie das im Werkstattalltag so ist, da fährt man mal gerade noch ein Werkzeug holen. So, ich kann euch sagen, also, Martin hat soeben gerade zu mir gesagt, wir sollen seinen Golf 2 fertig machen. Der hat noch einen Golf 2, ne? Und der hat nicht nur noch Golf 2, der hat auch noch einen Golf 1 stehen, ne? Guck mal rein, ne? Geil. Also, der Golf 1, die geht mir irgendwie mehr ab wie der Golf 2, oder? Wenn du mal so drauf guckst. Na, wenn's mich schon, ne? Der Golf 1 hat aber schon ein paar Delche am Dach. Wahnsinn. Hier ist aber mehr wie ein Harley-Schaden, oder? Ein paar Instant-Nudeln und ein bisschen Bauschaum und das Ding wieder grad. Guck mal, hey, aber den Innenraum vom Golf 1, ne? Ja, ja. Oh, da ist eine Automatik. Guck mal. Wahnsinn. Die hatten ja 1900 Tobak, hatten die ja schon Automatikgetriebe. Ist einfach nur brutal, ne? Oh, hi. Da war ich gerade mit meiner Hand, wo ich mich abgelehnt habe. Ich wusste schon immer, dass ich Superkräfte hatte, ne? So, wir gehen aber heute an diesen wundervollen, beautifulen Golf 2, ne? Martin hat gesagt, er will wieder TÜV drauf machen. Irgendwie stehe ich hier und denke mir,
Das hat bei meinem Peugeot funktioniert, aber ob das hier funktioniert, ne? Gut, wir gucken erstmal von außen einmal um das Fahrzeug. Ja. Schmetterlingsaufkleber. Täuschend echt. Darf man nicht unterschätzen, das Ding geht ab wie Schmetterling, ne? Gut, ich mache jetzt mal hier Innenraum technisch. Auf ist es schon mal. Ich habe nur den Schlüssel nicht gefunden, alter Schwede. Was ist denn hier los? Ja. Ist, der Geruch. Ja, der Geruch, ich kann das sagen. Der riecht wie ein Alkohol-Garnitur. Oh, ist ja hell. Ist ja keine Tür dran. Ja, sicher. Das hatte Martin extra gemacht, dass wenn die Autos länger stehen, damit sie atmen können. So. Oh, Oleg. Boah, ey. Oh, Feder ist noch kein gebrochen, das funktioniert alles. Boah, ich sehe mich in dem Golf hier, weißt du das? Ich sitze mal gut drin, Florian. Oleg, guck dir mal den Himmel an. Hey, mit Dämmschutzmaterial ist so, ne? Ja, ja. Das ist wahrscheinlich, wenn du mal einen Subwoofer aufdrehst. Oder? Oh, hey, Rückspiel. Geil. Dick Rolex hatten auch. Wo? Wo ist die Rolex? Alter. Wie unsere Pritsche, ne? Die hat auch Rolex da drauf. Er hat ja mehr Burncher wie mein Peugeot. Das ist ja nicht normal. Wahnsinn. Mehr Kontrollleuchten brauchst du nicht, ne? Sieht aus wie so eine Ampel von der Formel 1, ne? Gut. Schlüssel steckt. Das ist natürlich sehr gut. So. Hier geht gar nichts an. Tote Hose. Aber ich glaube. Oh, nee. Oh ne, da hängt ja das halbe Auto im Auto. Lass doch die Dreher von vorn, oder nicht? Oh ne. Hier war ja schon einen vor mir dran. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ich habe so ein blödes Gefühl bei der Sache. Der Haubenzug, der geht ja gar nicht mehr. Der Golf 1 hat aber noch Motor drin, oder? Ja. Der hat noch Motor drin. Ich habe so ein doofes Gefühl. Ich habe nämlich im November oder so im Ronaldo die Werkstatt aufgeräumt und da lag tatsächlich noch ein alten Motor rum. Ich habe gedacht, wäre ein Polo-Motor. Ich hoffe nicht, dass das den ist. Ich glaube, Martin hat noch einen Motor vergessen oder so. Da geht es doch nicht. TÜV hätte ich mal, ich sehe es. Eins kann ich euch sagen. So als Motor, ne, hat man eine ganz andere Perspektive. Kevin, geh mal gerade schnell raus an den Golf 2, guck mal, was wir für den TÜV alles machen müssen. Schwierig. Die Frage ist, wo fangen wir an? Da fehlen die Lichter. Der Ausgleichsbehälter sieht neu aus. Da hatte Martin sich nicht lumpen lassen, ne? Ja, Florian, ich würde sagen, dann schieben wir. Oder? Du setzt dich jetzt halt drauf mit den Füßen wie Fred Feuerstein und ich setze mich noch in der Länge. Das ist ein G-Cut. Und wenn wir fertig sind, da haben wir G-Lader drin. So, gut, dann Florian, ich halte die Kamera, du schiebst. Die sind ja aber fest, ne? Ja, die sind noch nicht fest. Das ist ein Golf 2, da müssen die gehen. Ja gut, der Gang, der ist natürlich nicht mehr drin, klar. War ja klar. Muss aufpassen, dass Dinge nicht in den CLK rollt. Sahara-Staub, Florian. Staub, komm mal hier hin. Haben die nicht auf TikTok gesagt, der Sahara-Staub wäre magnetisch? Da probieren wir gleich aus. Ich bin nämlich der Meinung, der ist nicht magnetisch. Weil sonst hätten die Pyramiden ja ein eigenes Gravitationsfeld. Oh. Oh, der lässt schieben. Florian! Oh! Setz dich mal rein. Los! Oh, jetzt sitzt der da drin, jetzt geht gar nichts mehr. Ja, mach die Tür zu, hey! Oh. Oh, wir schleifen irgendwo. Oh, ist das hier beautiful Vehicle. Drückst du auf die Bremse oder was? Ah, oh, den Typ da. Wir schieben den erstmal ganz weit weg. Wir sollten besser mal den Schrotti anrufen. Ich weiß ja auch nicht, den Martin und seine Karre. Wenn wir fertig sind, liegt der Motor auf der Straße, obwohl gar kein drin ist. Oh. Oleg. Ja, ja, früher der LKW ist gezogen, jetzt der Golf 2 am drücken. Pass ab mit dem Scirocco.
Kommst du rum? Oh, Ulrich. Boah, ist das einfach. Oh. Ah. Oh, ich glaube, mein Peugeot ist nicht so schwer. Oh. Wir brauchen einen Fahrstuhl. Einen Autofahrstuhl. Der einzige Motor, den ich in der Werkstatt sehe, den ich auch natürlich hier hingestellt habe, weil ihn eh nur rumgetrollt hat, ist der hier. Und wenn ich mir den jetzt mal so genau angucke, ist es doch ein Golf 2 Motor, oder? Das ist der Motor, der auf dem Tisch gelegen hat, ne? Und ich bin mal sicher, Ronaldo und ich, mir haben so aufgeräumt, dass die ganzen Schrauben und Teile ohne Schrotthorn geflogen sind. Eigentlich waren wir ja der Meinung, wir machen neue Motor darin. Aber wie sich das hier den Martin vorgestellt hat, das weiß ich auch nicht. Ne? Ah, die ein, zwei Ersatzteile, die kann man auch ein bisschen auf eBay benutzen. Gut, ich würde sagen, Pleulusso sind ja noch dran, noch Kolben. Wir hängen das Ding am besten auf den Motorbock. Und dann gucken wir uns mal überhaupt die Geschichte Motor an, ob der noch zu retten ist. Ne? Ganz am Anfang hat Martin den, glaube ich, mit Kopfdichtungsschaden gekauft. Pump mal den Kran hoch. Ich muss gucken, ob der Motor heil hält. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch, 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 noch. Das Ding hängt am seidenen Faden. Die Frage ist, wie kriegen wir den richtig herum auf dem Motorbock? Kann man falsch auch festschrauben, ist egal. Das ist ja normal, ne? Florian, der hängt, ist gut. Sag mal, willst du das Ding zum World Wide Center pumpen oder was? Die Höhe, die kriegen wir heim mit nicht hin. Ist gut, stopp. Der Motorheber ist doch gar nicht so hoch, du Doofen. Ja, sicher, guck dir die Frau an. Doofen, hinter dir ist ein Motorheber. Motorenzimmer sah das aber irgendwie anders aus. Ja, ich weiß es nicht. Wieso ist das eigentlich immer bei uns so krumm, schief und buckelig? Lass uns halt. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Hol einen Hammer. Ich schlage das Ding, Lorin. Ey, hier sind Gewinde dran. Alles gut. Guck mal, das Ding ist parallel. Guck. Ist ja universal, das Ding. Ey. Geil, ne? Warum auf deiner Seite nicht? Weiß ich nicht. Da hat sich Golf uns was bei gedacht. Herkommt. Rico. Hast du auch mal Land gesehen, was Rico heißt? Ich nicht. Hast du hey, schon den Stern gesehen? Ich wusste ja schon mal, dass Mercedes dahin steckt. Nach 20 Jahren habe ich dann mal geschafft, dieses Teil hier zu lösen. Da liegt mich doch am Arsch, die Scheiße. Oh, jetzt hängt der Zündverteiler hier dran. Oh, nee. Oh, jetzt ist es nur noch zu kurz. Warum? Von deinem Bizeps geschrumpft. Ernsthaft ist sie geschrumpft? Kann nicht sein. Schon abgenommen. Naja, so genau. Von einem Familienhaus abgegeben. Also ein Brotkrümel von der Mittagspause in meinem Mikro. Wieso liegen hier die Reifen vom Peugeot? Oh, die Reifen vom Peugeot. Das sind Bremsscheiben vom Jaguar Type R. 600 PS V8 oder so. Das Problem allerdings ist, so Kavenzmänner, so Satelliten, oder sind keine Löcher drin gebohrt, ne? Deswegen, wir schrauben die Dinger jetzt auf den Mercedes, bohren noch Löcher mit der Standbohrmaschine da drin, Optimum Prime, und dann geht weiter. So, und die Bremsbeläge, die kann ich mit meinem Daimler noch ein halbes Jahr fahren. Leute, ich habe letztens auf TikTok gesehen, der Sahara-Staub, der wäre magnetisch und so, ne? Und wir haben hier alle Golf 2 und der steht schon bestimmt seit einem halben Jahr draußen. Und dann gucken wir mal, wie magnetisch wirklich der Sandler ist, ne? Nicht, dass der noch vom Sandmann da ist oder so. Guck, Florian, hier. Die Leute, die müssen das live sehen. Ich will, hey. So, ich habe das jetzt hier mal ein bisschen zusammengekratzt, ne? Also mehr Sahara-Sand kriegt man eigentlich nicht auch hier in Deutschland, außer hier auf dem alten Golf 2. Und der Magnet, hey, der ist noch nicht manipuliert oder so, ne? Deswegen ist er noch so alt. Das ist ein normaler Standard-Werkstatt-Magnet. So. Damit die magnetische Wirkung auch eine magnetische Wirkung hat,
Jetzt noch ein bisschen das Isolierband hier verändern. Jetzt hat eine heißt, sie ist nicht Magnet, ich fahre die Isolierband um den Magnet hat. Ich muss ja mal testen, ob die Mundpropaganda überhaupt stimmt. So, hier. Da ist er. Der Magnet. So, Florian. Bist du ready? So, hi, ich sah ihn da. Wenn ihr gleich halt dran pappt, ne? Dann ist wahrscheinlich in der Ukraine oder so eine Atombombe explodiert, radioaktiv oder so, ne? Und? Fazit? Ganz ehrlich, die paar Sandkörner her Magnet, die sind aus Mitleid dran und nicht, weil der Ding magnetisch ist. Sondern eines Tages mal ein Sandler wäre magnetisch, oder was? Da hole ich auch mal ein bisschen Magnetpulver und dann verreibe ich das und dann ist er doch magnetisch. Ja, noch Pfeil im Kopf. Florian, geh mal da hin auf die Couch schlafen, ich geh noch den Sand mal. Ja, außer hat Martin jetzt Kratzer im Golf 2 hat in der Motorhaube, ist da jetzt nichts dran geblieben, ne? Ach, Staub ist magnetisch. Weißt du? Und ich hatte in meiner scheinen Unhorn-Rakete stehen. Guck dir mal den Motor an, ne? Wir gucken uns einmal halt Motor, Zylinderlaufbahn, hier sieht man Ablagerungen, Reste. Meinst du, was hat der an Kilometer runter? 250. Kreuzschliff ist so lala vorhanden. Meinst du, der hat schon 200.000 runter? Steht sogar auf dem Tacho von dem Golf 2. Steht da drauf? Ja. Oh, ich habe nämlich nicht gemerkt. So, Kolben sind ganz unten, guck mal hier. 200.000 Kilometer. Die sind schon leicht glatt, ne? Ja, sollen die nicht glatt sein? Nee, Florian, die sollen leicht rau sein für die Kreuzschliff, damit das Öl runterlaufen kann und so. Sonst verbrennt das Ding in Öl. Und deswegen ist die wahrscheinlich auch auseinandergebaut worden. Aber ganz leicht Kreuzschliff sieht man. Aber wenn man hier drüber fühlt, bei den Verbrennungsdingern, ist da wie so ein Steg. Und jeden Motorenbauer freut sich über so einen Steg. Das ist nämlich nicht gut. Ist kein gutes Zeichen. Aber ist ja egal. Muss man halt jetzt mal gut sauber machen, gucken, wie weit der Steg sich vom Zylinder verformt hat. Und hier haben wir... Go nice. Tatsächlich. Der Motor, der kann noch laufen.